Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Sonntag, den 18. Februar. Die Hake am Sonntag befragte die Schulleiter von ASS und MDG Nienburg, JBG Hoya und Gymnasium Stolzenau zur aktuellen Situation an ihren Schulen vor dem Hintergrund, dass zum 1. Februar noch mehr Gymnasiallehrer als ohnehin schon an die umliegenden Grundschulen abgeordnet werden mussten. Die Eintrittsbändchen für den Nienburger Gassenhauer am 9. März sind da. Der Vorverkauf für das Kneipenfestival, das zwischen 1999 und 2004 zum Kult avancierte, hat am Samstag bei der Hake und bei allen teilnehmenden Lokalen begonnen. Zum letzten Mal hat sie im März 1999 für Schlagzeilen gesorgt. Der zweite Ältermann ist erstmals eine Frau, hatte Hans-Otto Schneeglut im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Alten Brüderschaft von 1624 für den Haker Heimatboten geschrieben. Reinhild Godehard war damals zur Nachfolgerin von Rolf Helfers sozusagen als zweite Vorsitzende gewählt worden. Erster Ältermann war Hinrich Rübenack. Vor dem Hintergrund des weltweiten Artensterbens stellt der Berliner Zoologe und Neurobiologe Professor Randolf Menzel Ergebnisse aus seiner jahrelangen Forschung vor. Der BUND lädt zu diesem Vortrag am Freitag, dem 23. Februar um 19 Uhr ins Nienburger Kulturwerk ein. Einer der wohl bekanntesten und auch beeindruckendsten Bewohner des Tierparks Stroen hat seine Bühne verlassen. Der 1998 geborene sibirische Tigerkater Akbar war einer der ersten Handaufzuchten von Almut Ismar. Die Tigerin Saskia hatte Akbar damals nach der Geburt nicht ausreichend versorgt und so entschloss sich Familie Ismar, das Tigerkind mit der Flasche großzuziehen. Zum Sport. Bei der deutschen Badmintonmeisterschaft der Schüler und Jugend in Gera zeigte Florentine Schöske von der SG Bennigsee Liebenau eine starke Leistung. Im Einzel erreichte Schöske das Halbfinale, im Doppel sicherte sie sich die Silbermedaille. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Sonntag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.